Sie sind am Ziel. Herzlich willkommen. Cut. So, wir sind jetzt hier in... Wir sind jetzt hier in Vierden, bei Hamburg. Und da drüben ist ein Haus, das sieht man wahrscheinlich noch gar nicht so gut jetzt. Da nehmen wir es auf, ein paar Hits. Und ich zeige euch mal ein bisschen, wie das da aussieht und wie da so die Stimmung ist. Da sind ein paar Freunde, mit denen habe ich schon länger Musik gemacht und schon immer wieder mal. Und es macht immer sehr, sehr viel Spaß. Das Wetter ist scheiße. Ja. Kommt mal mit. Na gut, hier ist die Küche. Da hat wohl jemand gerade ihr Frühstück noch nicht aufgeräumt. Hier ist das Studio. Hier sind wir ungefähr von 11 bis 3 Uhr nachts. Und schreiben Lieder. Ich bin Mina und ich bin Teil von Haus Irmgard. Und Haus Irmgard ist ein Studio, eine Location und ein Zuhause. Und wir haben hier einen Platz, wo Kreative sich treffen können. Wir sind offen für viele, also für Fotografinnen, für FilmemacherInnen und auch für MusikerInnen, hauptsächlich MusikerInnen. Und wir sind ein kreativer Ort und freuen uns über all das Schöne, was die letzten 2,5 Jahre hier schon entstanden ist. Wir haben schon so viel Content, wo ich einfach den Hund streiche. Das wird die Doku wird einfach nur, Vinzi streichelt den Hund. Die Leute freuen sich über den Hund. Ich finde es gut. Sowas wie: Das ist kein Lied. Das ist kein Lied. Das ist kein Lied für uns. Das ist kein Lied für uns. Das, ich hab's gerade. Ich hör, das ist kein Lied für uns. Das ist eine Hymne gegen dich. Hörst du die Schüsse in der Luft? Das ist als Bridge, das ist ja, eine geile Bridge so. Ja, dann ist klar, dann ist es auch nicht so, sondern dann ist klar, das ist ein super guter Bridge. Ach, random rein, das ist tierisch. Das finde ich super gut. Wenn deine Freundin ging im Puff. Ja. Ich war stur und konnte nicht verlieren. Hab ne und hab dir nie wirklich zugehört. Mit roten Augen am Mittagstisch hab dich erkannt. Hab nichts erzählt, ich war stumm und du hast dich abgefuckt. Und ich wollte immer nur ans Meer. Irgendwie so, ich fand irgendwie geil, wenn wir sowas wollten, immer nur ans Meer. Ich war stur und konnte nicht verlieren. In einer Junge ohne Lund, ohne unter dir. Weil ich's nicht konnte, fiel ich an zu singen. Hast du mir gezeigt, Ich dachte, ich sehe auf jeden Fall gerade meine Mutter so ein bisschen. Irgendwie. Ja, schön, schön. Und? Was wäre dann hier die Zeile, die nächste? Ich war stur und konnte nicht verlieren. Ich war stur und konnte nicht verlieren, weil ich nicht konnte, wie ich anzusehen. Hast du erzählt, wer ich denn in der Erde da saß mit roten Augen am Mittag? Morgen! Die Nacht war spät, also ich spiel. Früh morgens ging ich erst ins Bett. Es war, glaube ich, 3:30. Ich glaube, gestern Abend haben wir noch einen geilen Song geschrieben. Der ist, glaube ich, sehr, sehr schön. Den haben wir, 22 Jahre heißt er. Weil ich letzte Woche 22 Jahre geworden bin. Keiner von euch hat mir gratuliert. Ihr seid sicher Arschlöcher. Jetzt geht's gleich frühstücken. Wir sehen uns. Komisch, dass es dann auf einmal wieder so. Die sich das angeguckt haben als Gag.
Wahnsinn, darauf war ich nicht vorbereitet. Meistens ist man dann abends so krass im Rausch irgendwie, dass man gar nicht, dass man jegliche Distanz verliert, was gut und was schlecht ist und so. Deswegen am nächsten Morgen ein bisschen Distanz wieder reinhören, das ist aber so ein bisschen ein Lichtmoment. Ich war stur und konnte nicht verlieren. Kann man auch einmal so sagen, als wenn es bald und dann jetzt, als wenn während des Liedes auch schon Zeit vergeht, so, ne? Mein Name ist Farsad Zorovci. Ich bin Liederschreiber und Produzent. Ich kann technisch nicht wirklich, bin kein krasser Techniker oder sowas. Ich kann jetzt nicht heftig irgendein Instrument spielen oder sowas. Ich glaube, was ich gut kann, ist zu fühlen, wenn etwas irgendwie sich echt anfühlt und unter die Haut geht irgendwie. Und da, deswegen liebe ich das mit Vince, weil eigentlich so 10 von 10 Sänger, so gibt es vielleicht eine Handvoll, die für mich das transportieren können, was er transportiert. Muss ich echt sagen, ich finde gerade echt jeden Song übertrieben heftig. Ja, ich auch immer so, hä, keine Ahnung, finde ich das einfach nur so krass geil, weil es ja alles so geil ist irgendwie. Das aus Irmgard, das Haus Irmgard Problem, die Haus Irmgard Issues, würde ich ja schon sagen. For the time. Wir haben 4 Tage, in 4 Tagen haben wir jetzt 7 Songs geschrieben. Jeden Tag von 11 bis 3 Uhr durchgeballert. War übel am Arsch. Bin übel fertig, bin sehr angestrengt gewesen, aber vor allem es hat sich keine Situation angefühlt wie Arbeit. So, es fühlt sich immer an wie ein großes Privileg. Jetzt ist nach Hause. Das Wetter ist scheiße und es ist wie gemacht dafür, jetzt nach Hause zu fahren. Ciao. Ich würde aufhören, mit nassen Haaren rauszugehen. Mein Dad hat mir erzählt, dass er deshalb eine Glatze hat. Ich hoffe, ich kriege keine Glatze. Erster Tag im Studio ist eigentlich meistens nur so aufbauen alles und Soundcheck machen. Da erstmal einen guten Soundcheck natürlich. Und ich weiß nicht, dann werden wir mit dem ersten Song anfangen, welcher auch immer das ist. Und geil wäre es, wenn wir da heute Abend schon Basistake hätten. Bananus. Oh. Das Ding ist, ich bin allergisch gegen Bananen, deshalb habe ich keine Ahnung, welche Bananen geil sind. Wir sind jetzt im Studio. Also, da rechts rein ist das Tritonus. Es zieht sich halt immer ewig, dieses ganze Aufnehmen. Das ganze Stimmen und Mikrofonierung und alle sitzen immer da und denken sich, boah, jetzt geht es endlich los. Alle denken sich, boah, Studio, das ist richtig aufregend. Eigentlich wartest du 90% und 10% machst du was. Ja, das ist so der Modus hier. Aber die 10% sind natürlich immer so geil, dass es alles andere in Kauf nehmen lässt. Freut mich sehr. Sobald du sitzt, darfst du deine Maske... Darf ich meine Maske abziehen? Ach, das ist eine totale Erleichterung. Vielen Dank auch. Mein Name ist Tim Tautrath. Ich bin Musikproduzent. Ich habe hier in Berlin ein Studio und mache Popproduktion seit ungefähr guten 10 Jahren. Und unter anderem auch mit der Band Provinz. Die differente Studiowahl hat dann doch einen großen Unterschied gemacht in der Art und Weise, wie man arbeitet. Aber ansonsten haben wir so unseren Workflow im Großen und Ganzen beibehalten und haben einfach auch da wieder auf überzeugende Live-Takes gesetzt und haben geguckt, dass wir irgendwie die bestmögliche Performance einfangen und so. Ja. Und wir fangen an mit den Songs. Also gestern war eigentlich nur Soundcheck und alles mikrofonieren, dass es geil klingt und so. Und heute geht es richtig los. Wir sind alle ein bisschen spät aufgestanden heute. Haben gestern noch ein bisschen zu lang irgendwelche komischen Netflix-Filme angeschaut. Und dann bin ich ganz froh, dass es heute um die Songs geht. Also nicht um Soundcheck oder irgendwas anderes, um Mikrofonierung oder so. Es geht heute halt wirklich um die Songs und das macht einfach mehr Spaß.
Deswegen habe ich da echt Bock drauf. Ich will dich wiedersehen. Das ist ein Song. Den habe ich schon voll früh geschrieben. Als wir ursprünglich so die Klanglichkeit für die Band Provinz entwickelt haben zusammen, da war relativ schnell klar, dass man sich ganz eng an dem orientieren kann, aber auch muss, was die Band so im Kern ist. Und das sind eben diese Jungs, die zusammen Musik machen. Und deshalb sind wir in der luxuriösen Situation, dass wir immer, wenn Demos in irgendwelchen klanglichen, unterschiedlichen Kontexten entstehen, doch immer wieder darauf zurückkommen können, zu sagen, wir bringen das jetzt einfach in den Proberaum und gucken mal, wie setzt die Band das um und wie kann man Elemente dieses Arrangements gut auf die Instrumentalisten und ihre Stimmen verteilen. Und ja, ich glaube, das ist das Besondere hauptsächlich, dass die Jungs so viel mitbringen an Überzeugungskraft in ihrer Besetzung, dass man sich darauf immer wieder berufen kann und wir dann immer sagen können, dann machen wir das einfach live als Band-Setup und das ist immer eine gute Entscheidung und das wirkt immer überzeugend und immer für den Hörer extrem nah und verständlich. Das ist ein großer Luxus, den wir da haben. Ja, hallo! Ich sage Ihnen mal willkommen zum dritten Tag. Und genau, wir sind jetzt alle ein bisschen früher wach heute, damit wir heute nicht verschlafen und nicht zu spät kommen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr Vinzenz Arsch findet. Genießt es so. Jeder will einfach nur irgendeinen Auftritt vor der Kamera gerade haben. Mach's nicht schlecht. Heute wird 22 Jahre und Großstadt aufgenommen, wahrscheinlich. Ich würde sagen, also für mich, Provinz in drei Worten ist energetisch, ehrlich und liebenswert. Es ist nice. Nice und heiß. Guten Morgen. Geht's euch gut da draußen? Wir haben heute Donnerstag, oder? Ja, Donnerstag haben wir. Wir haben ein bisschen Delay, weil wir heute Morgen kein Wasser hatten hier. Warum auch immer. Irgendwie in der Baustelle. Vincent hat gestunken ohne Ende, deshalb konnten wir auch nicht gehen, bevor nicht alle geduscht haben. Ich sortiere das ganz kurz und dann können wir gleich mit der nächsten Nummer weitermachen, wenn du möchtest. Jo, tschüss. Wenn ihr das seht, habt ihr es wahrscheinlich schon gehört und wisst natürlich, dass sich das gelohnt hat, ein Gitarrenspiel, ein zusätzliches. Also wenn ich für den Rest meines Lebens nur noch von dieser EP nur noch einen Song hören dürfte, dann würde ich wahrscheinlich 22 Jahre wählen. Weil er mich einfach emotional auf verschiedenster Ebene sehr berührt. Und ich glaube, dass das in ganz, ganz viele Situationen in meinem Leben passen wird. Heute ist der letzte Tag, Freunde. Also eigentlich nicht. Wollen wir eigentlich sind wir traurig. Letzter Tag. Fallen wir ein, nimm mich mit am Ende jeder gleich. Alle zu laut, ich kann sonst so schlecht alleine sein. Aber zum Glück filmst du mich. Das macht ja alles auch viel angenehmer. Weil dann kann ich auch ganz befreit einfach
sowas sagen wie, dass der Leon ein sehr, sehr widerwärtiger Typ ist. Aber leider auch brutalst geil. Und all die Lichter in deinem Zimmer sehen aus wie Sterne. Keine Zweifel, keine Lügner in deinem. Wenn Provinz eine Stadt wäre, dann wären sie natürlich Vogt, weil also nichts beschreibt die Band besser als das kleine Dorf, aus dem sie kommen, wo man im Sportheim Aufbackpizza isst und ein halbes Mass trinkt und die Bedienung ist irgendjemandes Cousine im Dirndl. Ciao, Stark. It's a rap! Cut! Oh, ich weiß, muss ich aufs Klo, aber... Oh, übertreib sie, du Maße! Kaffee, sind wir denn heute? Wir sind hier in Berlin. Und wir drehen heute ein Musikvideo zu Hymne gegen Reich. Wo genau, weiß ich jetzt auch noch nicht. Haben wir aber schon die Adresse und alles? Haben wir schon. Ja, das ist in so einem Park in Kreuzberg. Okay. Und in einem Park. Und da gibt es Tanzchoreos. Und es gibt alles schwarz-weiß natürlich. Und da wird quasi Revolution gemacht heute. Wir nehmen euch mit. Ja, ein Handy mal weg. Und Jungs hat wieder ein Handy stehen. Ich glaube, er hat eine Kaufsucht. Ja, Leon, willst du dazu ein Statement abgeben? Hallo, mein Name ist Leon Sennewald und ich habe ein Problem mit Online-Shopping. In 400 Meter rechts. Das ist sehr, sehr hohe Erwartungen. Mikey, du stehst voll in der Pfütze. Das ist ein Kameramann. Heute wieder in der Hood. Ich hab's rausgeschafft. Wenn euch kalt ist, hintereinander reinhauchen. Das ist eine Hymne gegen euch! Was überlegt ihr, was macht er? Spielt ein bisschen. Er spielt mit uns. Under my umbrella. Elle. Vienna hat eigentlich voll viel dramatische Songs. Übel dramatisch. Stell dir vor, die Musik würde ausgehen. Aktuelle Lage, wir grinnen jetzt schon ein bisschen. Wir haben schon ein paar coole Shots. Also, ich bin Niklas und ich bin Manager im Team von Provinz. Also, die schleifen Vincent gerade durch den Dreck. Das sieht schön aus. Du bist nicht alleine. Die Entscheidung, ins Management von Provinz zu gehen, wurde mir im Grunde genommen wirklich ein bisschen abgenommen, weil ich zu einem Zeitpunkt die Jungs entdeckt habe, als noch nicht so viel da war und ich einfach gemerkt habe, dass das, was sie da machen, extrem krass ist oder zumindest mir angemaßt habe, zu denken, dass das extrem krass ist und ihnen dabei helfen wollte, dass das an die Welt hinausgetragen wird. Und dann dachte ich, ey, vielleicht macht es Sinn, ihnen irgendwie zu helfen und ohne das zu wissen, dass es damals schon Management hieß, habe ich damit angefangen. Was sagt ihr so? Nur zugucken und denken, ja, wir machen schon was, oder? Ihr sitzt daheim auf euren Sofas und schaut uns zu, wie wir hier frieren. Genau. Und am besten noch einen Tee trinken. Wisst ihr eigentlich, wie kalt es ist? Ja, habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie kalt es hier ist? Packt euch noch eine Decke drüber. Macht euch richtig. Packt euch nur mal eine Decke ein. Provinz macht für mich aus, dass ich meine Liebe zur Musik zum Beruf machen konnte und kann. Provinz ist für mich, genauso wie für die Jungs, auch ein Türöffner gewesen in diese Musikbranche und ich bin dafür wahnsinnig dankbar. Auf der anderen Seite bin ich auch unheimlich froh, dass ich den Bezug zu den Jungs nie verloren habe und jetzt auch wieder im festen Team bin, weil sie für mich wirklich wahnsinnig viel ausmachen. Hymne gegen euch. Aber ich meine im Prinzip... Ja! Wir haben jetzt gerade das Intro zu Hymne gegen euch gedreht. Und ich habe, wie viele Versuche gebraucht? Zwei Versuche gebraucht, um Hymne gegen euch zu schreiben. Das ist aber auch schon ein schwieriges Wort, Hymne, finde ich. Wir schauen uns den Choreotanz von der Demonstration an. Den drehen wir gleich. Also wenn Provinz ein Auto wäre, wurde ich gerade gefragt, was für ein Auto wären sie dann? Und ich finde die Frage vermessen. Also Mike, wie,
gerade schon meinte, so guckst du die Videos nicht oder was? Also ist doch klar. Dieser Benz, dieser alte, ich weiß nicht, wie er. Ich habe von Autos keine Ahnung. Der E7000. E7900X. X ist das. Das ist der Motorsport GT. R33. Und der wären sie. Fertig. It's a wrap. Alle sind nass. Durchgefroren, meine Füße sind derbenass. Man muss clever sein. Hallo, Folie. Das sind halt die Tricks im Showbiz. Wir sind alte Hasen im Showbiz. Wir sind alte Hasen, Mann. Wie dem auch sei, ich glaube, dass einfach tatsächlich wirklich diese EP, die wir hier gerade hinter verschlossenen Türen aufnehmen und dann im Juni rausbringen oder zu dem Zeitpunkt schon rausgebracht haben. Die EP, die wir gerade rausgebracht haben, bildet für mich einfach wahnsinnig viel Musikalität dieser Jungs ab. Es gibt ruhige Songs wie 22 Jahre, die, wo ich tierisch neidisch bin, dass Vincent dieses Sprachrohr hat, des Gesangs und des Songwritings, um seiner Mutter zu sagen, wie sehr er sie liebt. Ich würde es meiner Mutter auch gerne vorsingen, aber ich glaube, sie würde es nicht hören wollen. Und dann gibt es Songs wie Hymne gegen euch, die nach wie vor immer noch zu meinen Lieblingssongs der Jungs gehören, die einen zum Nachdenken anreden, aber irgendwie auch eine gewisse Mini-Revolte in einem auslösen. Und dann gibt es halt auch Songs wie Zimmer, die im Grunde genommen Provinz weitergedacht sind. Und das tut unheimlich gut. Das muss live gespielt werden. Es ist 34 und es ist kalt. Und es ist dunkel. Und wir drehen ein Video. Und ihr hört es an meiner Stimme, ich schaff's noch nicht so richtig. Aber Mikey ist zum Beispiel so ein krank fit. Mikey hält die Kamera gerade, das könnt ihr nicht sehen. Aber er sieht brutal gut aus. Wie er da steht. Es sind wahrscheinlich so minus 30 Grad mal wieder. Ganz entspannte minus 30 Grad. Ja, ich würde sagen, wir nehmen euch einfach mit. Ich muss mir jetzt noch einen Kaffee reinpressen. Ja. Macht dir Spaß, Mikey, oder? Ich immer hier drehen. Leute, wir sind hier beim Videodreh zu welchem Song eigentlich? Es ist so früh, zu Großstadt. Wir haben, glaube ich, kurz vor 5:30 oder sowas. Nee, keine Chance. Brechen wir das ab hier. Brech das ab. Du kannst ja die Hand drüber legen. Wir sind hier im, hinter der Autobahnbrücke bei uns, 50 Kilometer weit weg von zu Hause. Der Hobby und ich bin auch dabei. Ich will nicht. Dann gehen wir bitte nochmal auf einen. Airbnb-Bewertung. Ja, also Bequemlichkeit. Es ist sehr räumlich, das kann man sagen. Räumlich? Tiger und Phoenix. Tiger und Phoenix. Meldet euch. Wir sind hier gerade im zweiten Set, auf so einer ewig langen geraden Straße. Ich geh mal auf einen anderen Kanal. Also hier war was versteckt. Oder warum sitzen wir auf Auto? Wo müssen wir halt raussetzen? Stühle sind einfach low, finde ich. Jeder sitzt auf Stühlen. Ich sitze zum Beispiel kaum mehr auf Stühlen. Hi, wir sind Provinz. Und wir danken den Johannitern aus Ravensburg, dass sie uns heute alle getestet haben. Wir sind alle negativ, ihr könnt ruhig sein. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte. Gebe nach, bin Hype und fürs Licht. Ist mir egal. Ich will nicht in die Großstadt. Ich bin dabei, geht los, liegen. Wir stehen hier so. Dann sehe ich dich. Und dann freuen wir uns. Also Freunde. Mickey? Ja.
It's a motherfucking rap. Wir sind durch. Wir haben heute von 5 bis 7:15 durchgefilmt. Wir haben das Video im Kasten. Wir sind alle richtig happy. Ja, sei gespannt, was daraus geworden ist. Swipe up. Ich will nicht in die Großstadt. Ich hab Angst, mich zu verlieren. Jetzt öffne die Arme, Mann. Öffne die Arme, Mann. Und flieg einfach davon. Wir befinden uns hier in überhalb Ravensburgs. Das ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen unser Spot. Hier sind wir immer wieder mal. Weil es einfach, weil man einfach weit sehen kann. Das ist sehr, sehr schön. Und wir haben gedacht, heute um 0 Uhr kommt Großstadt raus, unser neuer Song. Und wir sind alle sehr, sehr nervös. Wir wissen nicht so richtig, was auf uns wartet, weil ja, das sind so ein bisschen neue Gewässer bei dem Song, finde ich. Ja, und jetzt hat er es quasi so auf die EP geschafft, die jetzt auch bald kommt. Und ja, wir sind sehr hyped. So was mir noch nie aufgefallen. Fuck you. Ich bin die scheiß Kamera weg, ich hab keinen Bock mehr. Nein, ich bin halt nicht gut. Zu null. Nicht mehr lange. Du hast mich. Weißt du was? Nee, ich meinte das nicht. Wir sind einfach auf der New Music Friday auf dem Cover, gell? Ich weiß, ich bin krass. Hallo zusammen, guten Morgen aus Ravensburg. Wir sind hier in unserer Wohnung, Mosse in meiner Wohnung und Mikeys Wohnung. Mikey hält die Kamera. Heute nehmen wir euch einfach mal mit und da holen wir uns gleich Kaffee da unten. Da holen sie jeden Tag eigentlich Kaffee. Bis dann. Ciao, Lee. Ciao, ciao. Ja. Unsere Tischtennisplatte. Da spielen wir ab und zu Tischtennis. So wie viele Jungs. Wir sind aber noch sonnengebräunt. Das sind wir nicht mehr leider jetzt. Links die Toilette. Hier ist unser. Hier machen wir mal einen auf Meetingraum. Aber eigentlich trinken wir hier vor allem Kaffee und Alkohol. Hier ist unsere Hall of Fame. Das sind hier unsere Covers. Angeheftet. Und jetzt hier links. Links geht's im Proberaum. This is where the magic happens, I think. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Merch and How to Merchandise. Kommen Sie rein? Wir haben hier unser Merchlager. Wir waren ursprünglich bei Vincent unten im Keller, bei Vincents Eltern unten im Keller und das war ein bisschen scheiße. Und jetzt haben wir hier richtig viel Platz, guckt es euch mal an. Hier ist die Halle, die Merch-Halle quasi. Also hier sämtliche Products. Liegt alles immer schön sortiert drin. Und dann sagt hier einer an, hey Vincent, Hoodie in L oder so. Dann sagt Vincent, oh okay, ich brauche einen Hoodie in L. Alles klar. Ach, wie geil, zum Glück ist es gut sortiert. Dann nehme ich doch hier den Hoodie in L raus und wirf ihn hier hin. Und dann funktioniert das relativ einfach. Mein Name ist Stefan Mattner. Ich bin einer von zwei Managern der Band Provinz von den Buben. Ich nenne sie immer intern die Buben, wahrscheinlich auch öfters mal im Laufe dieses Gesprächs. Und ich manage die Band seit der Phase der, ich nenne es jetzt mal, Professionalisierung. Seid. Wir sind hier heute im Proberaum von Provinz und ja, was soll ich sagen, wir proben ein bisschen, wir zocken ein bisschen, wir schreiben ein paar neue Songs und wir arbeiten ein bisschen und es wird eine wilde Reise, kommt alle mit, seid mit dabei und fühlt den Shit.
oder anders, ich formuliere es mal so, die Jungs sind erfolgreich, weil sie sehr, sehr fleißig sind. Das wird immer als ultimativ selbstverständlich erachtet, ist aber einer der fast nahezu unselbstverständlichsten Aspekte. Es gibt viele Bands, die haben eine gewisse Qualität und haben eine musikalische Kompetenz, aber sie sind nicht fleißig genug. Irgendwie. Das ist ein Fulltime-Job und das machen sie im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr, sehr fleißig, sehr ambitioniert, sehr reflektiert, sehr hinterfragend und sehr, sehr umsichtig und sehr besonnen und sehr, sehr zielstrebig. Und dafür, und was heißt dafür? Und natürlich haben sie noch eine unglaubliche musikalische Kompetenz. Also sie haben schon, sie unterscheiden sich schon im Sinne vom Songwriting, Texten, Arrangement von vielen, vielen anderen Bands und das macht sie sicherlich besonders. Ich würde trotzdem interessanterweise diesen Fleiß, das ist überhaupt nicht abwertend, den würde ich nochmal in den Vordergrund stellen. Die machen einfach sieben Tage die Woche, kümmern sie sich um ihre Band. Kommt mit, wir gehen zum Videodreh. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Video drehen kann bei dem Wetter. Verlassen wir das? Ja, ich glaube, ich weiß. Warten wir auf schlechtes regnerisches Wetter. Nicht. Hallo! Good morning! Man sollte mich vielleicht nicht als Maßstab nehmen. Ich habe die empfindliche Variante genommen. Also die empfindliche, wo Leute sind, die wehleidiger sind. Und ich bin offensichtlich sehr wehleidig. Und wir sind hier in der Turnhalle. Hier ist das Set für den heutigen Dreh. Hier kommen wir zum vorderen Teil des Sets. Wie ihr seht, ist Vincents Zimmer. Haben wir hier original nachgestellt. Also so sieht wirklich Vincents Zimmer aus. Was Provinz so der Liveband macht, die sie sind? Weil das ist ja so ein bisschen so ein Mysterium, Mythos Provinz, weil das muss man ja mal sagen, sie haben eigentlich bis dato noch keine richtige Tour gespielt und haben sich unglaublich entwickelt zu einer Liveband, zu einer sehr, sehr veritablen, sehr, sehr versierten Liveband. Das hätte man zu gewissen Moment im Vorbild in der Form nicht gedacht, das muss man auch ganz klar sagen. Aber auch hier, sie haben wahnsinnig viel geübt. Das war dann irgendwie so, Männer, das reicht nicht, wenn man zweimal die Woche irgendwie im Proberaum ist. Ihr seid 5, 6, 7 Mal die Woche im Proberaum. Also auch gerade so die Harmoniegesänge der Backgrounds, also die Backgrounds-Arrangements, wenn du so willst, irgendwie funktionieren, das ist auf dem Punkt. Sie haben Gott sei Dank irgendwie gute Songs, die sie richtig in Szene zu setzen wissen. Sie haben die Routine und auch, das hat auch viel damit Selbstbewusstsein zu tun, da eine sehr, sehr angenehme Bühnenshow, die einen unglaublich hohen Unterhaltungswert hat, weil auch die Ansagen stimmen. Das ist alles mittlerweile auf dem Punkt. Luft nach oben wird es bei jeder Band geben, außer vielleicht bei AC/DC, ich weiß es jetzt nicht irgendwie, aber das ist alles ganz toll. Schau mal da hoch, das ist crazy. That shit is crazy. Ich bin voll müde, um ehrlich zu sein. Ich darf nicht müde sein. Echt schwierig. Ich hasse mein Leben. Ausgedacht und dachte mir so, es wäre so ein bisschen wär geil, wenn es halt so, wenn es so ein bisschen so in diese ganze Zirkuswelt eintauchen könnte. Und jetzt ist es aber halt einfach noch viel, viel krasser, als ich mir das vorgestellt habe. Deswegen glaube ich, wird krass. Ich freue mich so und auch einfach crazy, wie die das alles auf die Beine gestellt haben. So. Okay. Was? It's a rap? Hey, it's a rap. 19:09. Für 4 von 3 ist ein Rap. Dieser Mann muss noch hier ran. Kannst du einfach nur schwingen? Kannst machen.
geil. Also für uns ist It's a Rap. Wir sind für heute durch. Wir haben jetzt alle Szenen abgedreht, gerade hat Vincent noch seine letzten Szenen gedreht. Ist nur mal wild ausgeflippt? Also wild ausgeflippt. Wir haben ein krass gutes Gefühl. Ja, in dem Fall It's a Rap. Kamera aus. Es ist viel gefilmt worden, auch heute. War ja auch schön und so, ist auch wichtig. Aber jetzt ist Friends, bin ich mir nicht sicher, ob das ein geiles Konzept ist. Ich bin einfach nicht zufrieden. Es ist einfach alles so nicht. Und das habe ich beim ersten Album schon gesagt. Ja, das heißt, wir unterschreiben unsere Platte. Wir sind heute in Berlin. Heute ist der 10.06. Was heißt, heute um 0 Uhr ist Release Party. Noch 2 Minuten und irgendwas. Komplett verrückt, alles steht auf dem Kopf. What? 7, 6, lass mal aufstehen. 4, 3, 2, 3, 1. Überall auf der Welt scheint die Sonne. Bro! Oh yeah. Da ist das Ding. Oh shit. Auch wenn du siehst Liebe überall, deine Welt in 4 Wänden, endlich kannst du dich befreien. Und du liegst in deinem Bett, sonst gibt der in dich schreit. So allein, wirst deine blonden Haare blau. Wirst deine blonden Haare blau. Die bist draußen jetzt! Okay. Wir sind klein, sicher. Okay. Okay, 16. Sind wir alle? Reisegruppe Provinz? Haben wir. Brent und Crew? Haben wir. Ich verschwende dich. Unser Release Day. Es fängt jetzt erst an. Wir sind alle ein bisschen durch. Lange Reise nach Berlin. Aber morgen, da seht ihr was. Morgen seht ihr was. Mehr sag ich doch nicht. Was war die Frage? Nö, ich habe einfach drauf losgeredet. Ja, Mann. Heute ist Release. Seit einer Stunde und 5 Minuten. Ist zu spät, um zu drehen draußen. War krass, Mann. Kannst einpacken. Mosse wurde heute geimpft. Deswegen ist er so ein bisschen am Arsch. Gestern drum, heute ein bisschen da. Sieht man ihm auch an. Ja, und Mikey geht's gut. Mikey sieht echt gut aus, wenn ihr den sehen könntet, Alter. Alter, frisch rasiert, Haare wie Benzema. Haare wie Benzema. Ist so. Ja, tschüss! Sie sind am Ziel. Herzlich willkommen. Cut. Ihr schaut gerade eine Diffus-Titel-Story. Ich habe heute bei mir Vincent, Robin, Leon und Mosse zu Gast, die besser bekannt als Provinz sind. Provinz kommt ja gerade. Super geil. Jolly. Du musst mir das Go geben. Ja, ich glaube. Okay, warte, ich komme mal. Ah, hey, Mikey. Na, wie geht's dir? Ja, wir sind heute hier zusammengekommen in Hause Weizeneggers, um die Release-Party zu feiern für die EP. Nice, oder? War gut, oder? Mega, Alter. Wir sind heute bei mir im
in meinem in unserem Heimatort, in meinem Haus, wo ich groß geworden bin. Wir machen eine kleine Release-Party. Die Platte ist seit einer Woche raus. Ja, voll geil immer noch. Und also Management sind da, die ganze Crew ist da, mit denen jetzt auch auf Tour gehen. Und meine Mama haben eingeladen, kochen für alle. Und wir werden ein bisschen trinken, ein bisschen in der M schauen und ein bisschen Spaß haben. Zählt es? Was soll denn? Mit dir macht's keinen Spaß! Ja, ich bin oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Habe ich jetzt mein T-Shirt dreckig gemacht? Nein. Ja. Noch nicht, aber das am Kind. Ganz schön. Das Abschlecken, was du machst. Mama, die Kamera an. Leon. Schleck jetzt nicht dein Kind, sorry. Steht Leon? Leon! Oh, Leon. Nee. Aber ich bin nicht bereit. Ich würde vieles machen für dich, aber... Also so aus Fansicht, sage ich mal, ist zum Beispiel diese kleine Tour, die allererste für Provinz geplante Tour, die ja im Frühjahr 2020 hätte stattfinden sollen und dann verschoben werden musste, klar, und jetzt im Frühjahr 2022 stattfinden soll, das wird richtig krass, weil Provinz hat dann schon eine gute Größe und spielt dann trotzdem, aber weil sie halt den Fans der ersten Stunde das nicht wegnehmen wollen oder so, die wollen trotzdem diese kleine, mini-kleine Tour spielen. Das wird ein richtiges Erlebnis und darauf freue ich mich richtig. So Provinz vor den Fans der ersten Stunde in den ganz kleinen Läden. Darauf freue ich mich sehr. Und aber das Feeling, wenn Provinz dann in einer riesen Venue spielt und da sind dann mehrere tausend Leute, die da mitsingen und so. So dafür macht man den Job. Das ist einfach mega schön. Und ja, ich glaube da... an Mosses Prophezeiung und freue mich auf den Tag, ja. Naja, das ist halt von, also, das ist halt davon abhängig, ob sich das für die Jungs verändert, wie sie halt selber damit umgehen. Klar kann das eine Band beeinflussen, große Tourneen zu spielen und das kann Bands positiv wie auch negativ beeinflussen, aber ich habe das Gefühl, bei den Provinzjungs ist es halt einfach so, dass sie sehr auf dem Boden geblieben sind, dieses ganze familiäre Verhältnis pflegen und dass sie da einfach sehr schnell, sobald es wieder losgeht mit den normalen Tourneen und Shows zu spielen, dass sie da einfach ihre Chance ergreifen werden und dann sehr gut live performen werden. Und da arbeiten wir jetzt mittlerweile seit 2 Jahren drauf hinaus oder drauf hin. Und ja. Die Spannung ist bei mir wie auch bei den Jungs einfach ziemlich groß, was das angeht. Und ja, ich glaube, sie werden dadurch eine riesen Weiterentwicklung machen im Live-Bereich, sobald die erste Tour wieder gespielt ist. Ich bin Chiara und ich bin seit ungefähr letztem Jahr die Tourmanagerin von Provinz und darf die Band ja seit dem letzten Sommer und jetzt besonders in diesem Sommer begleiten, das Tourmanagement machen und mit den Jungs unterwegs sein. Das heißt bisher am Nightliner und Anhänger. Hat man da Diego macht, noch tanzt für mich, machst du Diego, bist du eh oben. So ist halt in der Mitte, ja. So ist nicht oben und so ist ja auch nicht unten. Hier? Ja. Ich glaube, da wird auf jeden Fall noch einiges auf uns zukommen, sich mega krass entwickeln. Einfach jetzt gerade ist es ja so, man ist nur so auf Sparflamme. Aufgrund von Corona können wir lange nicht das machen, was wir eigentlich machen hätten können. Und sobald diese Pandemie irgendwie vorbei ist und quasi so die Bahn frei ist, ist da, glaube ich, echt nicht viel, was wir nicht machen können. Also ich meine, die Touren, die anstehen, die Festivals, die anstehen, ich glaube, es gibt irgendwie ungefähr fast kein Festival, was wir nicht spielen nächstes Jahr, wenn es gut läuft. Feierabend, Leute! Feierabend!
Bart sitzt, Alter, ist geil. Peace, Leute, wir sind heute in Dresden. Filmst du oder machst du ein Foto? Ich filme. Na, hier, das neue Obwasser. Hey, hey. Wieso rüpft heute jeder mit Wasser? Mineralquellen, naturell, bei diesem Wetter, der niceste Shit. Heute in Dresden vor 2000 ausverkauften Leuten, oh shit, Mann. Runtergehen. Skrrrp. Hast du es gesehen?